failed me for the last time. Willkommen zur Show. 40 Jahre Star Wars, Lego und diverse Figuren mal vorgestellt, weil viele Kunden es nicht glauben wollen, was diese Figuren, 10 an der Zahl, für einen Wert haben. 10 wäre Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi von Sideshow hat einen Wert von $2,000. Diese Figur stand mal im Regal und hat heute einen Wert, wie schon gesagt, $2,000. 10 Figuren wurden nun mal aus dem Regal genommen, die jetzt plötzlich einen Wert erhalten haben, wo einige Kunden dazu sagen, das sind doch nur Püppchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind schon lange keine Püppchen mehr. Figuren, die 5 cm, 3,75 Inch, 6 Inch, 12 Inch, 9 zum Beispiel jetzt hier, dieser Lord Darth Vader hat einen Preis, der so utopisch ist, dass man ihn kaum aussprechen können. Er wird gehandelt zwischen 2.000 bis 15 und manchmal sogar bis $20,000. Ja, diese Figur, dieser Darth Vader. Nur weil er dieses Lichtschwert hat. Ungewöhnlich, zerbrechlich und kann man sich kaum vorstellen. Ist aber so. Darth Vader aus den Jahren 1978, 79, ja, der so ausgesehen, ist im Wert gestiegen. Wenn man das vor 40 Jahren gewusst hätte, besonders diese Figur hier, Jack Face, über $2,000, circa 2,5 sogar mittlerweile, ist eine sogenannte 30 cm Figur. Gibt es auch als 6 Inch Figur, 3,75, aber diese jetzt hier, Jack Face, über $2,000 und das ist kein Scherz. Viele Kunden wissen überhaupt nicht, oder viele Kunden sagen, das sind ja nur Püppchen. Naja, wir stellen heute mal vor, dass es keine Püppchen sind. Und für alle, die uns jetzt hier bei der Analyse, ja, hier 7, kein Scherz. Dieses gute Stück, über $50,000 wert. Ja, ich meine, wenn Lego schon, also manche stehen ja davor und sagen, oh, 5.000, also 5.000 vielleicht. Und wenn man das gute Stück hat und aufgebaut, kostet es plötzlich nicht mehr 50, sondern $75,000 in Lego. Ja, für die Fans, die wissen das, aber diesmal für die Kunden. Ein sehr, sehr altes Stück, das auch circa 6.000 Euro, das ist aus den 70er, 80er Jahren, wo die ganzen Sachen nur in Tüten ausgestellt. Figuren, die so gut wie gar nicht im Film zu sehen waren, sind heute so viel wert, dass man sie kaum aussprechen kann. Wir stellen heute also, wie gesagt, Figuren vor, weil so viele Kunden überhaupt nicht verstehen, dass das einen Wert hat. Es stehen Kunden im Raum, kauft das überhaupt einer? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind schon bei Teil 5. Und wenn man sich dieses kleine Medical Droid anschaut, der circa um die 10.000 Euro jetzt wert hat, dann könnte man sagen, ja, diese Püppchen werden gekauft. Viele von euch fangen an zu schmunzeln, besonders die, die 100% begeistert von Star Wars sind. Sie wissen genau, wovon ich soeben spreche. Für einige nur Plastik, für andere nur Püppchen, die im Regal stehen. Für unser einer, der vor 40 Jahren im Einzelhandel diese Figuren im Regal stehen hatte und heute sich wundert, welcher Preis aufgerufen wurde und wird, kommt ins Stottern. Hätte man doch diese Figuren einfach mal in der Schublade gelassen, dann hätte man jetzt $17,000
in seinem Regal / Schublade. $17,000 für diese Figur. Seltenheitswert. Boba Fett mit Abschussrampe. Ja, man konnte dieses mal kurz tippen und dann schoss das Ding ab. Teil 3 wird jetzt richtig lustig. Boba Fett, ja. Boba Fett für $27,000, wenn ihr Boba Fett in diesem Case von dieser Firma erworben habt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommen Sie ins Grübeln. Das sind keine Püppchen. Das ist eine Wertanlage. Star Wars ist, Star Wars bleibt, auch nach 40 Jahren, nicht nur eine Wertanlage, ein Anschauungsobjekt. Nein, es wird bunter. Besonders für diese Figuren. Also, es gibt sehr viele Fans von Boba Fett. Aber wer diese Figur wirklich hat, ruft einen Preis auf von ca. 50.000 bis 60.000 Dollar für Boba Fett. Noch einmal, das sind Figuren aus Plastik, 3,75 Inch, 6 Inch, also Figuren in allen Größen. Und die Wertanlage ist heftig. Das bedeutet, man kauft eine Figur und jetzt kommt der Oberknaller für Jabba. Jabba with Vinyl Cape, $62,000. Ich habe schon Sachen gehört von $77,000. $77,000, wenn ein Jabba so ausschaut. Wir hatten Jabbas im Schaufenster. Jetzt wissen wir auch, warum die so schnell wieder weg waren. Wir wollen gar nicht wissen, wie viel Wert unsere Jabbas, die wir im Schaufenster hatten, heute an Wert haben. Ja, mehr sagen wir nicht.